Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 8, zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein fünftes Gesetz zur Änderung des Hessischen Gesetzes zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung, Drucksache 19/6138 zu 19/5463. Berichterstatter ist Abg. Frömmrich. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Innenausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen DIE LINKE bei Enthaltung der Fraktion der SPD den Gesetzentwurf in zweiter Lesung unverändert anzunehmen. Vielen Dank, Herr Kollege Frömmrich, für die Berichterstattung. Als erster Redner hat sich Kollege Bauer von der CDU-Fraktion zu Wort gemeldet. Die vereinbarte Redezeit beträgt 5 Minuten. Herr Kollege Bauer, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Beratung im Innenausschuss hat stattgefunden. Das Gesetz ist relativ unspektakulär. Es gibt Neuerungen bei der entsprechenden Begrenzung von Rechtsvorschriften. Und Basis war die Evaluation, die die Landesregierung durchgeführt hat. Sie hat nun für das Ausführungsgesetz für die Verwaltungsgerichtsordnung auch stattgefunden. Und beteiligt wurden zahlreiche Vertreter, die sich auch zu Wort gemeldet haben. Und in der Praxis wurden entsprechende Eingaben gemacht, die dazu führen, dass wir an einzelnen Stellen inhaltlich wenig ändern müssen, sondern formal das Gesetz anpassen müssen. Die nachgeordneten Behörden haben dies in ihren Stellungnahmen deutlich gemacht, dass sie mit dem Gesetz eigentlich im Grunde sehr zufrieden sind. Auch die Kommunalen Spitzenverbände, die Wirtschafts- und Infrastrukturbank konnten ihre Erfahrungen einbringen. Und im Rahmen des vom Innenministerium durchgeführten Anhörungsverfahrens konnten eben diese kleinen marginalen Änderungen eingearbeitet werden. Insgesamt hat diese Evaluation ergeben, wir haben sie uns ja auch entsprechend zukommen lassen, dass es keine Bedenken gegen eine weitere Verlängerung um 8 Jahre gibt. Gleichwohl sind die kleineren Änderungen sinnvoll, wie beispielsweise die entsprechende Einarbeitung einer Regelung über die Erstattung eines Ehrensoldes für die ehrenamtlichen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Es handelt sich also in der Tat um rein formale Änderungen. Diskussionsbedarf bestand lediglich hinsichtlich des Wegfalls des Devolutionseffektes. Zum besseren Verständnis, hier wird der Umstand gezeichnet, dass ein Rechtsmittel immer von der nächsthöheren Instanz entschieden wird. Zum Beispiel über eine Berufung eines Amtsgerichtsurteils entscheidet nicht das Amtsgericht, sondern eben das Landgericht als nächsthöhere Instanz. Dieser Wegfall wurde von fast allen Anzuhörenden als sinnvoll betrachtet. Lediglich der Hessische Städtetag hat sich für eine Wiedereinführung ausgesprochen. Aber ich glaube, dass die entsprechende Begründung, warum das entfallen kann, überzeugend ist, sodass wir der Auffassung sind, dass wir den Gesetzentwurf in unveränderter Form auch zum Gesetz erheben können. Besten Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Bauer. Für die SPD-Fraktion spricht nun Kollege Rudolph. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! In der Tat ein eher normales Verwaltungsgesetz. Ich will auf einen Punkt hinweisen. Die Abschaffung des Widerspruchsverfahrens in den meisten Fällen ist durchaus diskussionswürdig. Man kann das auch anders sehen, weil natürlich gleich die Klageerhebung auch mit Verwaltungsaufwand verbunden ist, weil einige Verwaltungsbehörden sagen, das wäre dann aufwendig. Na ja, ein Gerichtsverfahren durchzuführen ist zeitintensiv, kostet auch Geld. Und deswegen gibt es auch unterschiedliche Meinungen zwischen den RPs, einmal Gießen und Darmstadt, etwa im Führerscheinwesen. Also, wir hätten auch mit einer Lösung leben können am Schluss, dass wir sagen, wir führen für bestimmte Tatbestände im Straßenverkehrsrecht wieder ein Widerspruchsverfahren ein. Man sieht das anders. Ja, das ist jetzt kein Glaubenskrieg an der Stelle. Man muss die Verwaltungspraxis sehen, weil die Verwaltungsgerichte haben ohnehin etwas zu lange Verwaltungsdauern bei den Streitverfahren, um das mal vorsichtig anzudeuten. Ansonsten, wie gesagt, ist das an der Stelle nicht so spektakulär, was wir allerdings gar nicht verstehen. Und deswegen werden wir uns am Schluss auch der enthalten, nicht wegen inhaltlicher Dinge, dass man eine Anhörung, die eigentlich von einer Fraktion gewünscht war, ablehnt. Eine Anhörung zu einem Gesetz, wo es um Verwaltungshandeln geht, ist es effektiv, hat Schwarz-Grün abgelehnt, sei nicht nötig. Das finde ich an der Stelle ist entbehrlich. Wir haben auch keinen Zeitdruck, weil das Gesetz ist so eingebracht, dass die Fristen nicht ablaufen, keine 2,5 Jahre wie beim Friedhofs- und Bestattungsgesetz.
Aber das finden wir eigentlich schade, weil parlamentarischer Brauch war, weil es war ein sachlicher Grund, noch einmal hier und da nachzufragen wegen der Widerspruchsverfahren. Das haben Sie mit der Ihnen nicht uneigenen Überheblichkeit abgelehnt, und das finden wir nicht in Ordnung. Deswegen werden wir uns nicht aus inhaltlichen Gründen, aber aus eher formalen Gründen, weil ich finde, so geht man nicht miteinander um, diesem Gesetzentwurf nicht zustimmen. Wir werden uns der Stimme enthalten. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Rudolph. – Als nächster Redner spricht nun Kollege Dr. Wilken von der Fraktion DIE LINKE. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich stimme Ihnen zu, das ist relativ unspektakulär, was wir jetzt gerade behandeln. Aber ich will deutlich sagen, es bleibt ein Hauptproblem, nämlich die Verschlechterung des Rechtsschutzes von Bürgerinnen und Bürgern. Herr Rudolph hat schon darauf hingewiesen. Seit 2002 gibt es in allen im Anhang des Gesetzes aufgeführten Rechtsgebieten keine Möglichkeit mehr, einen Verwaltungsakt bei der Behörde zu monieren, sondern man muss direkt ein Gericht anrufen. Vor Gericht findet seitdem aber nur eine reine Rechtmäßigkeitskontrolle statt. Nur Ermessensfehler können noch geprüft werden. Ob der Verwaltungsakt auch Sinn macht, darf hier keine Rolle spielen. Das kann zu absurden Ergebnissen führen und ist nicht bürgerinnenfreundlich. Dazu kommt noch, neben dem Kostenrisiko kommt auch die psychologische Hemmschwelle, wegen einer vermutlich falschen Behördenentscheidung direkt ein Verwaltungsgericht anrufen zu müssen. Dazu hätten wir in einer Anhörung gerne auch Betroffene und ihre Anwälte gehört. Doch das haben Sie verhindert. Sie haben die Behörden angehört, die sagen, diesen Rechtsschutz der Bürgerinnen brauchen wir nicht. Der macht vor allem Arbeit. Denen der Rechtsschutz genommen wurde, haben Sie nicht gehört. Merkwürdiges Demokratieverständnis. Nach unserer Rechtsauffassung verstoßen Sie auch immer noch gegen die Verwaltungsgerichtsordnung mit diesem Gesetz, die in § 66, 68 grundsätzlich ein Vorverfahren vorsieht, grundsätzlich vorsieht und Ausnahmen zulässt. Sie machen jetzt die Ausnahmen, oder Sie haben 2002 und verändern das jetzt nicht, diese Ausnahmen zur Regel gemacht. Das ist zumindest merkwürdig. Und noch einen Fehler, den Sie nicht beheben, möchte ich ansprechen, nämlich, dass in den Fällen, in denen es bei der Widerspruchsmöglichkeit bleibt, nicht zwingend eine übergeordnete Stelle damit befasst werden muss, sondern die gleiche Stelle, gegen deren Beschluss Widerspruch eingelegt wird, diesen auch bearbeitet. Sie haben aus unserer Sicht grundlegende Fehler nicht beseitigt. Also bleibt es dabei. Wir lehnen dieses Gesetz ab. Vielen Dank, Herr Dr. Wilken. Für BÜNDNIS 90 die GRÜNEN spricht nun Kollege Frömmrich. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! In der Tat, das ist alles sehr unspektakulär, was hier in diesem Gesetzentwurf drinsteht. Das sieht man ja auch daran, dass der Kollege Bauer und auch der Kollege Rudolph das hier so betont haben. In der Tat gibt es zwei Komplexe, über die man durchaus streiten kann oder unterschiedliche Auffassungen haben kann. Das ist die Frage des Devolutiveffektes, und das ist auf der anderen Seite die Frage der Anhörungsausschüsse. Das ist auch bei der Anhörung thematisiert worden. Und wer sich damit auseinandersetzen wollte, der konnte ja auch die Anhörungsunterlagen der Regierung nachlesen. Die Regierung hat sie ja uns zur Verfügung gestellt. Und wie wir gesehen haben, haben sich ja, ich glaube, die Spitzenverbände, der Datenschutz, der Rechnungshof, die IHK und 16 weitere Verbände haben sich zu diesem Themenkomplex geäußert. Und in der Tat war es so, dass ein Großteil gesagt hat, das ist unspektakulär, das kann man so dran festhalten. In der Tat will ich auch
in Richtung von Kollegen Wilken sagen. In der Tat gab es seinerzeit, als diese rechtlichen Regelungen eingeführt worden sind, gab es eine Auseinandersetzung dafür, ob der Verzicht auf das Widerspruchsverfahren bzw. die Frage, wer entscheidet im Widerspruchsverfahren, ob das so sachgerecht ist. Da gab es einen Austausch darüber. Die damalige Landesregierung hat sich entschieden, das so zu regeln, wie das jetzt im Gesetz steht. Die Frage ist doch in der Tat, ob man jetzt, nachdem das neue Verfahren geübte Verwaltungspraxis ist, sozusagen nach dem Motto rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln, jetzt eine Verwaltungspraxis wieder neu ändert, um damit sozusagen die gesamte Verwaltung wieder umstellen muss. Deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist in der Tat ein wirklich unspektakuläres Gesetz. Im Großen und Ganzen sind sich alle einig, dass man das auch so wieder auf den Weg geben kann. Deswegen werden wir diesem Gesetzentwurf auch die Zustimmung geben. Vielen Dank, Herr Kollege Frömmrich. Für die FDP-Fraktion hat sich Kollege Dr. Blechschmidt zu Wort gemeldet. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Kollegen! Ja, es ist erstaunlich, zumindest für mich gewesen, dass 2002, vor 16 Jahren, in der Tat das Widerspruchsverfahren, Anhörungsverfahren abgeschafft wurde. Ich habe damals als Praktiker, vor 8 Jahren durfte ich als Parlamentarier begleiten, erhebliche Bedenken gehabt. Die Realität vorher war, das darf ich Ihnen aber auch sagen, dass man zum Teil als Anwalt oder Betroffener auch zur Durchführung des Anhörungsverfahrens, Widerspruchsverfahrens in einem Großteil verzichtet hat, um die Sache zu beschleunigen. In der Praxis habe ich Vorbehalte gehabt, 2002, die hier auch von den LINKEN, zumindest von der Bürgernähe, betont wurden. Ich hatte dann die Ehre, vor 8 Jahren, auch wieder 8 Jahre, 2010, die erste Evaluierung zu machen, habe die Anhörung dann gesehen, die wir dann nach der ersten Lesung hatten, und habe festgestellt, und das war auch meine praktische Erfahrung, dass das Widerspruchsverfahren, Anhörungsverfahren, die Abschaffung nicht die negativen Auswirkungen hatte, die 2002 zu befürchten waren. Besonderheit 2010 war, dass ich bei der ersten Lesung geredet hatte, bei der zweiten dann nicht mehr geredet habe. Ich habe es jetzt anders gehalten, auch auf der Anregung des Kollegen Hahn beim letzten Mal zu ähnlicher Stunde. Man muss nicht reden. Bei der zweiten Lesung wollte ich das dann trotzdem noch einmal machen, weil ich glaube, dass in der Tat es bedeutsam ist, dass die Abschaffung des Anhörungsverfahrens, Widerspruchsverfahren hier auch von den Liberalen mitbegleitet wird. Wir sehen auch, dass die SPD sich bewegt. Herr Rudolph, Sie hätten eigentlich auch gerne zugestimmt, wenn die Anhörung durchgeführt worden wäre. Sie enthalten sich jetzt. Diese Besonderheit, die sich in den letzten 8 Jahren enthalten hat, für die FDP steht nach wie vor, dass hier das Gesetz mit Abschaffung des Widerspruchsverfahrens, Anhörungsverfahrens nicht rein in Kartoffel, raus in der Kartoffel gemacht wird, sondern hier evaluiert gehört, wie das hier vorliegt. Und deshalb werden wir auch zustimmen. Danke schön. Vielen Dank, Herr Dr. Blechschmidt. Für die Landesregierung spricht nun Staatsminister Beuth. Bitte schön, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Nachdem hier 5 Fraktionen erklärt haben, dass es sich um ein unspektakuläres Gesetz handelt, will ich das sozusagen von mir aus auch noch einmal kurz bestätigen. In der Tat, es ist unspektakulär. Wir haben dort ein paar wenige Änderungen bzw. Bestätigungen eines Gesetzes, das wir über mehrere Jahre bereits in Anwendung haben. Es hat sich gezeigt, dass der Ausschluss des Widerspruchsverfahrens nach unserem Gesetz sinnvoll ist. Das hat die Anhörung der Verbände ergeben. 24 Verbände und öffentliche Stellen sind entsprechend angehört worden. Fast alle haben sich dahingehend eingelassen. Insofern glaube ich, dass wir hier sozusagen auf ein bewährtes Gesetz sozusagen zurückgreifen und das fortschreiben sollten. Es ist in der Tat unspektakulär, deswegen auch eine unspektakuläre Wortmeldung der Landesregierung. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie dem zustimmen wollen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister Beuth. Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Ich lasse nun über den Gesetzentwurf abstimmen. Wer seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU, FDP, Bündnis 90/Die Grünen. Wer stimmt dagegen? Fraktion Die Linke. Wer enthält sich? Die Fraktion der SPD. Somit ist dieser Gesetzentwurf in zweiter Lesung beschlossen und zum Gesetz. Entschuldigung.
und eine Enthaltung von Frau Kollegin Öztürk. Somit ist dieser Gesetzentwurf in zweiter Lesung beschlossen und zum Gesetz erhoben. Vielen Dank.